Herzlich willkommen, liebe Pelikane. Das letzte Spiel zurück zur FIFA. Nicht nach Wunsch verlaufen. Wieder dabei mit der Oliver in der Koop-Season. Das soll und muss heute besser werden. Das ist zerstört worden mit Bayern. Manchester United mit dem Anstoß. Das Spiel beginnt. Natürlich auch ohne Handicap. Natürlich. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auch. Hochgeladen. Wir sehen bei Ihnen heute. Ja, das ist richtig. 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Das ist doch das richtige Tor. Entsprechend stehen die Mittelfeldspieler. Keine Ahnung, Digga. Was hast du? Ist ja die Frage. Also, da ist es egal, dass da nominell nur ein. Ich war halt verwirrt, ob wir. Oh, ja, gut. Das war ein schnelles Spiel. Haben wir wenigstens gewonnen, ist die Frage. Wahrscheinlich, ja. Jawohl, Sieg, 3 Punkte, richtig. Weißt du, ausgleichende Gerechtigkeit dafür, weil wir die letzten Spiele verloren haben wegen Handicap, deswegen müssen wir jetzt einfach, jetzt muss uns das einfach geschenkt werden. Okay. Das ist die Ansicht von Oliver. Sache nehmen. Bam. Die haben gleich gesehen, okay, wir sind eindeutig richtig stark, die Jungs. Bam. Ja, bam. Wer ist eigentlich der schwarze junge Mann mit der Nummer 19? Guck doch. Kann ihn nicht drehen, das Spiel ist richtig dumm. Okay. Steht auf dem Trikot. Ja, aber nicht vorne, Bitch. Bitch. Immer beleidigend. Immer. Immer. So. Der Anstoß durch Manchester United. Wir haben natürlich das Zöpfchen vorne im Sturm. Und Pogba direkt dahinter. Von Juventus Turin. Das ist Ashley Young. Und die Einblendung. Und das ist Pogba. Oh. Da ist das Ding. Und da ist das Ding. 1,45. Einfach sehr gut platziert. Ich glaube, das habe ich komplett alleine gemacht, oder? Ja, geht damit ja, einer dran, nimmt den Kopf und trifft den einfach richtig. Geht ja gut los, 2 Minuten. Ja, und das ist, ist schon gefallen. Das ist ein guter Start. Higuain geht mit dem Ball nach vorne. Da trennt er ihn vom Ball. Da ist er aber das hat eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Wichtig, wo war denn das für ein Pass? Unkonzentriert halt. Ja, der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Nein. Oh, was ein Passspiel. Spielt er gleich wieder zurück. Und jetzt die Chance. Der Ball geht an den. Nein! Da hätte der Torwart aber. Oh mein Gott! Das war so bad! Dem Winkel kassiert. Ja, Scheiße! Fast hätte er ihn hier wirklich überraschen können. Das Ding geht knapp vorbei. Okay. Den Ball verlängert er per Kopf. Okay, war ein bisschen unlucky, muss man auch sagen. Ah, oh, ist der denn aber auch gegen den Pfosten? Kedira. Also, er konnte schon gegen den Pfosten dann aber gegen den Innenpfosten. Und jetzt vielleicht Jubel. Ah, fucking predictable einfach nur. Sehr gut reingespielt. Oh. Das war nicht so gut. Die Flanke war nicht präzise genug. Was ist das denn? Ich dachte, der macht ein bisschen präziser. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ashley Young, come on! Gibt Einwurf für Juventus. Wo nimmt's denn hin? Spaß, nicht ins Auslaufen. Ja, er hat doch die Kontrolle. Da macht er das Spiel schnell. Muss dich konzentrieren, Alter. Oh, fuck. Lass den Ball laufen, aber jetzt bräuchte er auch mal einen Zug zum Tor. Dann dachte er sich, okay, so ein Muscle Memory. Gefährliche Flanke. Und dann da steht er gut und holt sich den Ball. Lass mich einfach mal selbst. Jetzt haben sie den Ball verloren. Geiler Safer. Okay, was ist. Alter. Ja, ich hab Pass gedrückt. Wieso nimmt er den nicht den anderen? What the fuck is wrong? Keine Ahnung. Der war nice. Ja, Ibrahimovic, zielstrebig Richtung Tor. Nase. Große Fresse haben, aber vorbei. Nicht sie verlieren den Ball. Macht er ihn! Ja, klasse klar, Aktion, Torwart hält den Ball fest. Ruhig. Erstmal nach vorne. Ja. Ganz entspannt bleiben. Ja, der ist einfach an den Ball gekommen. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Alles klar. Jetzt könnte es gefährlich werden. Also muss ja, warum Ball denn nicht? Bewegen. Man muss auch mal aus der Distanz was. Digga, du musst auch mal die Bälle da ins Spiel, wo welche sind. Also, das hätte sich besser gespart. Du warst ja, ja du. Glaubst, besonders glücklich damit. So ey, da abspielen. Digga. Du musst wissen, wo ich hinspiele. Ja. Valencia. Wie ein offenes Buch. Alles klar. Siehste? Nur Mkhitaryan. Dann klappt das doch. Ja. Ja, locker flottig. Der Angriff könnte was werden. Den Raum Pogba. Super Einsatz vom Torhüter. Nee, das war genau der richtige Winkel. Das war richtig scheiße, hast du ja gesehen, ist nicht reingegangen. Aber der ist drin. Dumm. Ah. Ja, der Kapusta Quas, der ist drin. Irgendeiner Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Irgendeiner ist tot, glaube ich, von denen.
Ja, das ist cool. Das war oh, schon wieder so ein Scheißpass, Alter. Als Maul, ich dachte, ja, konzentrier dich. Pass. Ja, einer ist wirklich von dem tot. Und warten auf die Lücke. Ja. Bei der Abwehr wird ja, das nicht gut, leicht. Viel schneller spielen. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Man muss halt wissen, Oliver ist ein wirklicher Anfänger in FIFA. Er ist verletzt, Mann. Was bin ich? Du bist ein völlig, völliger Anfänger in dem Spiel. Leon, wer hat dich letztes Mal besiegt? Ein leichter und überflüssiger letztes Mal, das war FIFA 15 oder so. 1-0. Jetzt gibt es hier Freistoß gegen Juve. 1-0, seitdem wolltest du nie mehr gegen mich spielen. Das Foul gibt's die gelbe Karte für Leabazali. Guck mal, jetzt willst du den Lutscher nach oben spielen. Du hast ihn übrigens verletzt. Na, wie ganz oben? Hä? Genau parallel zu mir oben. Ne? Versuch ja. Wir ja. versuchen jetzt hier ein Bullshit Stück weit die Zeit runterzuspielen. Ja, was meinst dumm. Du, naja. Warum probierst du es dann, wenn du schon vorher nicht weißt? Sie haben das Spiel im ich wusste es ja nicht. Und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es eben nicht verübeln. Das ist ja, Freistoß für Manchester United. Ist der unkonzentriert? Sieht der nicht den Typen mit der Fahne? Sind seine Grafikeinstellungen zu low oder was? Seine Grafikeinstellungen? Wow. Young. Boah, Leo, was war das für eine Scheiße? Abwehr hat aufgepasst. Das war eigentlich ziemlich gut. Hättest du mal direkt, hättest du direkt nach unten gespielt. Hättest du gesagt, pass auf, Rückpass. Okay, wäre ich konzentriert. Wird das eine Torchance? Aber wir spielen nach vorne, Leon. Nach vorne. Boah, geht es aus, gibt Ecke für Juve. Er ist einfach ein Knecht, ey. Schlecht wieder, Mann. Du bist einfach ein Knecht. Du bist einfach der Schwert. Nimm doch mal den Ball jetzt! Und so wird das nix. Mein Gott, was bist du für ein Verteidiger? Ein Lappen in diesem Spiel. Genau, du Lappen. Jetzt ein Spieler, Mann. Das ist übel unkonzentriert, der Junge. Der guckt sich das Spielfeld an, Mann. Da kommt der Torwart mit einer Faust. Mach den eh nicht rein. Die sind richtig behindert. Oh. Ach, Leon, was ist das? Das war eine gute Chance. Oh, Digga, was machen die denn, Alter? Die schießen einfach nur. Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Tommy, jetzt wieder? Wow. Hey, den Ball habe ich mal bekommen. Bam! Was hast du den Partner jetzt? Oh, ich bin noch sitzt. Oh, kommst du durch? Ja. Ja. Oh. Ja, hast du noch, Junge? Da kann er ihn stoppen. Spiel einfach! Ja! Ballbesitz ist weg, jetzt muss er dranbleiben. Oh, Alter, ey. Zack. Da gibt es Freistoß gegen Manchester United. Valenza, Gabe. Valenza? Nee, das lässt er nicht durch. Du hast gesagt, Valenza? Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ach so. Verschwimmen. Ja. Los, jetzt gepasst. Menu Rechtsverteidiger Valenza. Jetzt. Schneider la. Das ist ein Netztreffer. Das. Jetzt gibt's hier. Was willst du, Alter? Hier! Ja! Mkhitaryan. Zack, Junge! Da ist das Ding, Alter. Das war zwar nicht der, den ich haben wollte, aber er ist trotzdem drin. Rechts unten geht die Murmel ins Tor, sagt der Kommentator. Das kann ich nur bestätigen. Ja, ich habe keine Kommentatoren und ich versuche Scheiß nicht. Mit dem Ball am Fuß Richtung Kommentatoren sind immer noch grauenhaft. Die waren seit Spiel von Khedira. Ja, das war auch sehr grauenhaft. Also die Deutschen zumindest. Barzani. Ah, chill. Lauf doch nicht hin. Oh, ist der Torwart dumm. Vielleicht jetzt. Boah. Oh, von Juve. Der hat dich einfach umgesetzt, Junge. Das ist ein roter Karte. Ja, gibt's. Alter. Das ist die erste rote Karte in der Session. Das ist relativ einfach. Der Platz war Alter. Finde Wolf absolut vertretbar. Aber als letzter Mann hat er ihn einfach getötet. Den mach ich rein. Ja, das bin ich bei der Wahl. Warte, wie geht das nochmal? Kamera ändern, Left Stick reindrücken. Ja, mach ich doch. Achso. Ja, das bin ich. Achso. Ich wollte noch den Glauben lassen, dass du das bist. Oh, Junge. Ich hab schon gedacht, der ist drin. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse. Boah, der hat sogar gepasst, Alter. Richtig gut gepasst. Karton zappelt. Versucht's mit dem Kopf. Versucht's mit dem Kopf. Alter, ich hab irgendwie...
Hast du. Die Nachspielzeit läuft. Hast du. Sind angezeigt. Alter. Gönn dir. Schneiderla. Ja, nice. Zack. Zack. Oh, nice. Das ist unser Ding. Nochmal. Und er schießt. Und jetzt die Chance. Der Alter. Ball geht deutlich nicht. Oh, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, shit. Warum gibt's eigentlich schon 4 Minuten Nachspielzeit? Ja, wegen der Karte und alles. Das Gute ist, dass wir jetzt schön viel Platz haben hier. Jetzt Pogba mit der Flanke. Young! Pff. Gute erste Hälfte, sie liegen mit. Du bist so ein Lappen! Du bist so ein Lappen! Du bist so ein Lappen! Wir haben noch volle Ausdauer bei einem, what the fuck? Ja, Menu ist ziemlich strong, Alter. Im Juventus Stadium ist alles bereit für die zweite Hälfte. Wir sind alle sehr gut trainiert, Alter. An der Anfield Road. Und jetzt vielleicht Jubel. Halt fest. Na, hau ihn einfach. Ja, der wollte schlafen, Digga. Hat keinen Bock mehr gehabt. Kollege hat rot gesehen, er muss arbeiten, Digga. Hat keine Lust. Hat auch noch die Klabusterbeere in der Verteidigung rot gesehen. Das ist echt Premium. Na, jetzt Chiellini. Ich weiß nicht. Der hat rot gesehen. Wohl eher die falsche Entscheidung. Ich kenn mich da nicht aus. Ja, zumindest völlig überrastet. Ich weiß, du bist halt völliger Anfänger, hab ich ja gesagt. Der Ball geht ja das stimmt, vorbei. Also mein Fußballwesten beschränkt sich echt. Basics. Das beschränkt sich auf Tipico. Ja, genau. Was macht der? Eigentor. Ich dachte, er wird schwach und gibt auf oder so. Boah, Alter! Okay, unten. Oder schießt er einfach selber. Da ist er aufmerksam. Gut vom jetzt vielleicht einen Schritt noch nach innen gehen. Ja, einen Schritt nach innen und dann angeschnitten. Auch wenn die nicht mehr so geil sind in FIFA 17. Jetzt doch mal verspätet, Gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der. Jo, ich hab ihn erstmal flach gelegt. Freistoß für Turin. Hätten wir auch, aber Schiedsrichter hatte was dagegen. Klar, gibt Einwurf. Den Mann habe ich gestellt, Alter. Den Ball wirft er schnell ein. Beautiful. Guck, kaum hat Leon gut keine Lex mehr, Alter, macht das wie eine Biene. Schön, wie sie da die Defensive unterstützen. Er hat ihn nicht ausgewählt. Kedira. Also bin ich wohl der Leistungsträger hier, oder was? Phänomenal. Nee, ohne Worte. Da kriegen wir natürlich jetzt auch wieder einen rein hier, Alter. Der Ball frei nach der Parade. Und dann nutzt er die Chance und macht das Tor doch noch. Und trotz Unterzahl. Haben sie Glück gehabt. Nicht ihrem Schicksal. Müssen einfach den Ball laufen lassen, Alter. Wir sind ja mehr. Rein und damit ist der Treffer natürlich auch verdient. Eric Bertrand Bailly. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Die Flagge kommt gut rein. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf Paul Pogba! Noch mach ihn! Young. Jawohl! Brillant gemacht! Da bin ich kein. Hast du das im Fünfer gesehen? Holy shit! Ich hab auch nicht immer. Ich glaube, das sieht man nicht mehr, aber es sieht sehr geil aus. Ich hab den Fußballer nicht machen. Ja, der ist so komisch über den Keeper drüber geknallt irgendwie. Das sah richtig geil aus, als ob er so an dem Rücken hochgelaufen wäre und dann einfach rückwärts Salto nach hinten gemacht hat. Das sah sehr geil aus. Oben, nochmal. Defensiv machen sie. Hab ich. Warte, hier, nimm mit. Sie passen den Ball gut. Okay, dann so. Sie machen eine überraschende Aktion. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Origin Access. Pogba, Junge. Ja, man kann ja von den Franzosen halten, was man will, aber dieser Junge hat es einfach drauf. Getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Boah. Und damit ist der Ball weg. Was ein Kampf, Junge. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super Flanke. Ah. Young. Das Abspiel soll zu Pogba. Wolf.
Ja, die schießen voll an. Ja, hab ich auch erst gedacht. Naja, nimm mal kurz hin. Ah ja, wir müssen mal mit der Nase einen reinziehen. Ja, die Nase ist noch gerade nicht so ganz im Spiel. Schon ist die Kugel weg. Immer kriegt irgendein anderer den Ball. Im Moment kommen sie nicht. Oh, okay. Juve bekommt den Freistoß. Aber noch läuft's. Alles ist Gucci bis jetzt. Komm, wir gangbangen ihn. Herrlich. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das war die Nase. Martial. Oh nein. Und jetzt ist Juve im Angriff. Was? Das ist Freistoß gegen Manchester United. Boah, ich krieg doch noch Geld dafür, Alter. Holy shit. Er sieht die gelbe Karte. Bailey, Junge. Dann trinkt wahrscheinlich viele Baileys, ey. Ja, zwei schlaue Eingedanke. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Okay. Dass er hier trifft, unglaublich. Der war... Hier passt alles. Super Freistoß. Oh, der war abgefälscht. Dass er drauf hat, das wussten wir vorher. Ja. Der ist dem Ibra gegen den Kopf geflogen und deswegen... Also. Da ist alles drin. Unlucky. Martial. Richtig bad. Jetzt Mkhitaryan. Bin zu 10. Und wir haben schon zwei Tore gemacht. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ibrahim! Ja. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ja, es ist auch so, einfach. Die letzten 15 Minuten jetzt. Oh, das gibt auch Rot. Da gibt es Freistoß gegen Manchester United. Oder? Naja, ich glaube nicht. War gelb. Und jetzt per Kopf. Den Alter! Super. Alter! Was geht denn ab, ey? Lauf, Junge. Nicht so, spiel nicht mal zu schnell. Weil die wollen dann immer... Jetzt wird's gefährlich. Lauf, lauf. Elfmeter! Und Andrea Bazzali. Motherfucker-Schiedsrichter, was ist los mit dir? Motherfucker-Schiedsrichter. Ein Tor fehlt Juventus hier, um wenigstens nach Hause zu gleichen. Die müssen nochmal alles versuchen. Ein paar Minuten bleiben noch. Und ganz ehrlich. Alter, Leo, was ist das für Pässe? Er muss sich was denn? Er hat schon gelb gesehen. Warum nicht? Da gräbt er voll in den Mann. Nein. Ja, guck mal, du warst da vorbei. Er hat dich nur umgesäbelt. Richtig. Ach, das du wärst vorbei gewesen. Egal, bring ihn lang rein, Alter. Hallo? Hallo. Ich hab kein Dings, dass ich da anvisieren kann, wo ich hinflanken will. Egal, flanke einfach, fuck it. War gut. Und ein Kopfball. Ah. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht... Ja, also in die Kamera geändert. Der Ball ich hatte keinen gelben Punkt auf dem Feld. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Ja, ist das stimmt. Den Ball setzt er mal richtig deutlich vorbei. Jetzt Man United im Angriff. Der Ball kann nicht sein, aber sie können trotzdem. Ja, da läuft er genau noch vor, Alter. Ja, fünf Minuten. Da. Dann ist die reguläre Spielzeit das um und das Resultat sehen, ist denkbar knapp. Ja, ich dachte, er bleibt nur aber stehen. Ein Tor trennt Leon, die beiden du wirst Teams. Das Denken bezahlt. Ja, das ist richtig. Also, gar nicht bezahlt, aber egal. Oh, was ist das denn? Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Ruhig. Alter, dafür, dass du gegen 10 spielen, ne, holy shit, ey. Warten! Was sind das für Ballermann? Was für eine Pflaumenmannschaft das hier? Jetzt schießt er! Dieser Alter, Treffer wäre jetzt so Alter, wichtig gewesen. In der Tat, und das war auch das noch so richtig knapp. Boah, ey. Gibt eine richtig stolze Nachspielzeit hier und klar. Gonzalo Higuain! Alter, wir chunken gerade. Der Ball geht raus zu ja, was soll ich denn machen, ey? Ja, ich weiß, die Ballern haben einfach nicht. Oh. Da oh. Der oh. Faust an den Ball, gute Mann. Aktion. Nochmal Ecke. Was dünn alles sein, ey. Ja, aber auch ein paar glückliche Dinger von denen, die nicht reingegangen sind, Alter. Ey! Macht er ihn! Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer. Ich hau das Ding jetzt einfach nach vorne. Ist mir egal. Ah! Okay, das war jetzt ein bisschen fix, Alter.
souverän hier vom Torhüter. Alter, ich wollte ihn richtig wegsemmeln. Wir haben gewonnen. Und hier sehen wir die. Ja, wir haben gewonnen. Das ist richtig. Schön weggeknallt, die Noobs. Schön weggeknallt, naja, das sieht anders aus, aber gebe ich dir recht. Ja, Glück, Alter, guck mal, was die alles gehalten haben und alles. Das war eigentlich nicht haltbar. So. Cascada Poco und Cascadilla X. Ja, okay, richtig. Das sind richtig dumme Namen. Unsere Namen sind richtig cool. Deren Namen sind richtig dumm. Moment, wir suchen sofort weiter. So, dann haben wir noch ein paar Tierchen rein. So. Nach dem Game werden wir, glaube ich, die Aufnahme dann beenden. Naja, nach dem Game haben wir Jaws. Weil dann kommen noch ein paar andere Sachen dran. Genau. Terminkalender ist voll. Und die Einblendung zeigt uns, genau, wie Manchester United heute spielt. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachhelfen. Ach, gegen Bayern. So gehen es die Bayern also heute an. Es war nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Alter! Holy shit! Aber der Ball wird doch genau so geblockt, dass er fast ins Tor fliegt, ey! Ibrahimovic ist ein absoluter Hammer. Ein Superspieler, einer der besten, einer der stärksten Offensivspieler der Welt. Robert Lewandowski ist ja. Das ist dann halt easy, wenn du so einen Zlatan da in der Mitte hast. Ja, oh, da ist er aufgegeben. Ja, okay. Ja, machen wir noch eins? Ja, komm, dann machen wir jetzt noch eins, ey, weil das ist ja sonst dumm. Wow. Ja, ja. Weil die 2 Minuten, die wir jetzt da hatten, machen ja keinen Unterschied. Ja, ja, also, das war dann glorreich 3-0 gewonnen. Warte, ich muss nochmal D10, weil ich möchte blau sein. Also such, damit du rot bist, weil sonst bist du sehr gut, oder? Nee, ich glaube, ich wäre jetzt trotzdem rot. Ja. Na, egal. Du musst halt dann aus dieser Lobby raus und dann nochmal neu joinen. Wie geht das? Ibra, Junge. Junge. Wow, da konnte der Keeper nichts machen. Ich glaube, das war sofort disconnected. Das war, glaube ich, echt? Die Saison läuft bislang gut für sie, oder? Das kann man so sagen, die Hälfte ist geschafft. Ja. Und sie dürften mit der Punktausbeute also blau sein. Oh nein, wir haben jetzt... Oh. Die Einblendung zeigt uns... Nein, aber wir haben jetzt eine andere Aufstellung wieder. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute... Jetzt sind voll viele Leute auf der Bank und so. Gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Okay. So gehen es die Bayern also heute egal, an. Egal, wir spielen es einfach. Scheiße. Kurze Einschätzung zu ihrer Formation von dir. Weil das Standard-Line-Up ist nicht das Beste, was Mensch ist, da hat. Durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Das will ja ich! Ja, natürlich. Ja, ich hab schon verwirrt. Sehr guter Einsatz! Ja, wieso geht der da so durch? Der Ball jetzt bei Man United. Das bist jetzt auch doof, by the way. Vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Du musst auch wieder Keeper rausholen oder so. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oben. Pogba. Und der Block hier von die Chance. Er zeigt voll einen Alles wird geblockt. Ja, jetzt gibt's Ecke für United. Neuer ist da mit der Faust. Sehr gute Aktion. Oh. Wow. Jetzt die Bayern im Angriff. Robben! Und da verlieren sie den Ball. Ja, hab ich gewartet, bis er passt. Oder ob er durchrennt. Oh, nun Pogba. Was war denn jetzt? Okay. Ja, das Spiel hat ja eben erst begonnen. Okay. Bitches. Wow, jetzt geht's. Valencia. Fellaini. Manchester United greift an. Okay. Da wieder dabei ist. Läuft, aber der unten ist nicht gelaufen.
Vidal am Ball. Spielt den Ball direkt zurück. Und jetzt Vidal. Oh. Ja. Das Tore schießen überlässt Philipp Lahm gerne anderen, aber trotzdem, es gibt ein paar Treffer von ihm, an die wir uns gerne erinnern. Ja, da fällt natürlich den meisten das WM-Spiel, WM-Auftakt gegen Costa Rica 2006 im eigenen Land ein. Das war ein fantastisches Tor. Und nun Alaba. Da spielt die wieder perfekt taktisch aus und dann kriegen die trotzdem den Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Hallo. Douglas Costa. Och mein Gott, ey. Jedes Mal nimmst du den Ball ab und dann kriegen die trotzdem immer den Ball. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Das war knapp. Der Linienrichter hebt das. Das war meines Erachtens kein Abseits, aber. Vidal. Das macht er gut. Ball draußen wird Einwurf geben. Arturo Vidal jetzt. Ja. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Bla bla bla. Lahm! Damit sind sie in Führung! Du warst übrigens der Verteidiger, ne? Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi? Vollkommen bei dir, Wolf. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja. Alaba. Douglas Costa am Ball. Das läuft jetzt wieder nicht so rosig gerade. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt wieder eine komplett andere Aufstellung haben. Die Abwehr steht gut und sicher. Warum wurde das im Moment ist da kein. Ja, weil du rausgegangen bist halt. Ja, da steht die Abwehr sicher. Weil du das halt hattest. Vidal. Weil ich halt der. Da pfeift der Manchester United zurück im Freistoß. EA Unfähigkeit hoch 10 mal. Nun Douglas Costa. Der hat's gepasst, by the way. Pogba am Ball. Alter, wie stellst der denn, Mann? Oh. Vidal. Sehr gut aufgepasst. Den spielt er in den Lauf. Und an die Flanke könnte Ibrahimovic kommen. Und Eckstoß. Wo ist denn die Nase? Da. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Spiel gibt Freistoß für die Münchner. Und jetzt Douglas Costa. Jetzt Ribery. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball kommt. Oh. Den Ball hat leichtfertig dem Gegner überlassen. Schwacher Flankenversuch vor dem. Eckstoß also. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Und er schießt. Ganz stark abgeblockt. Keeper war dran. Er faustet den Ball weg. Steil gespielt, gute Idee. Das war ein. Das könnte es sein. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Klasse aufgepasst vom Torwart. Alter, fuck you. Weiter mit Einwurf für Manchester United. Valencia. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Da holt er den Ball zurück. Valencia. Hä, das war doch nur. Das war kein passender Lauf, das war nur normaler. Okay.
Noch ist hier nicht Schluss. Vier Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Gute Chance jetzt hier zum Ausgleich. Dass die Nase da jetzt auch nicht dran gekommen ist. Skandal. Koman. Die Bayern im Vorwärtsgang. Shaw. Oh Mann. Wir machen das, wir gewinnen das. Ja, wir können. Aber da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Wehe, der Schiri fällt knapp, also ist gar nicht probieren. Ja, der ist zu langsam, ey. LOL! Und Tor! Zur Pause am beiden Teams noch. Alles. Willst du mich rollen? Ich sag's doch, EA ist eines der unfähigsten. Ich weiß jetzt nicht, ob der den gehalten hätte. Ich weiß jetzt echt. Weil der Torwart ist schon vorher weggelaufen. Ich glaube, ein Spieler von denen hatte den Torwart. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Der Ball kommt gut. Verteidiger hat aufgepasst. Du musst doch ein bisschen aufladen, Alter. So schlecht. Ich weiß auch nicht, warum er den so schlecht gemacht hat. Das war ein schöner. Foul von Man United, gibt Freistoß. Ach, pack den gelben Karton. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Heute, Kinder, wird's was geben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Klasse Technik. Hast du noch? Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Aber nicht mehr. Douglas Costa. Koman. Er spielt den Steilpass. Ribéry. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Ja, wir hätten den Ball gehabt, Schiri, aber ist okay. Alter, einfach nicht. Warum läuft er denn weg? Und jetzt die Chance. Kingsley, komm an! Und jetzt geht es Eckball für die Bayern. Alter. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Ja. Vidal! Ja, och Mann, ey. Hätte man wieder super kontern können, ey. Und da zeigt er in Gelb. Kann man durchaus geben. Lol. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt Man United im Angriff. Hey. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Da kommt der Schuss. Matsum, ist es das jetzt? Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Ey, es ist so lächerlich, ey. Oh ja. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt haben sie den Ball. Pogba bringt den Ball nach vorne. Den spielt er in den Lauf. Gute Flanke, auch stark. Warum hat er jetzt den Spieler gewechselt? Wieso hat er nicht einfach geschossen? Ich habe schon das Schießen sechsmal gedrückt. Schuss! Ja, aber warum hat er da jetzt automatisch den Spieler gewechselt? Das verstehe ich nicht. Ich hatte den Spieler, bin da hingelaufen und als du den Pass gespielt hast, hat er gewechselt automatisch. Den Angriff blockt der Abklasse aufgepasst. Ich habe gesehen, ich hatte dann ja auch auf einmal, aber ich habe auch sofort schießen gedrückt, aber Konzentration war mal wieder null. Douglas Costa. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen. Absolut. Hier es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Jetzt Ander Herrera. Manchester United greift an. Nun Ander Herrera. Oh, ey! Koman. Ja, genau. Spiel einfach durch mich durch. Das da trennt er ihn fair vom Ball. Sehr gut reingespielt. Ja, klar. Den Ball hält er gut. Meinst du, das ist doch... Und weiter in Schlag. Klasse Leistung vom Torhüter. Dann gut, einfach rein mit so einem Kopfball. No. Komm an. Never lucky baby bitch.
Douglas Costa am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Er schießt. Gute Chance jetzt. Es gibt einen Eckball. Hummels. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Keine Diskussion, er ist hier klar im Abseits. Ich weiß aber nicht, warum der Spieler da vorne war, keine Ahnung. Oh, den hast du. Ibrahimovic. Das könnte gefährlich werden. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt haben wir noch eine Sekunde gewartet, bis ich weiter oben war. Ja, dann wäre es gut gekommen. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, oh. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Boah. Immer wenn ich gerade in den Lauf, ey, dann hauen die mich um. Jedes Mal. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Philipp Lahm am Ball. Ja, ein bisschen spitz. Entschuldigung. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Oben, oben. Valencia. Ich wollte vielleicht noch eine rote Karte rausholen oder so. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Die Flanke hat 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an, keinen Fehler zu machen. Robin. Och komm schon, Mann, warum rempelt der denn nicht? Was ist das denn, ey? Durchs Kreis rennt einfach vorbei. Jetzt könnte was über Ibrahimovic gehen. Ibrahimovic! Druck zu groß. Er kann die Chance hier leider nicht nutzen. Der weiß garantiert selbst, dass er das. Ich weiß doch nicht, wie ich da überhaupt noch an den Ball gekommen bin, aber okay. Wichtig gewesen. 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Gut verteidigt. Und Vidal. Jetzt Robin am Ball. Sieht schlecht aus, muss man einfach mal so sagen. Vidal! Da ist ja, der Torwart da, gut gemacht. Handicapped, Alter, mit der Aufstellung. Boom. Wegen dieser Atmosphäre lieben wir das uns. Das ist hier schon 6-0 gestanden. 6-0, meine Damen und Herren! Sie bekommen hier noch eine Ecke. Er hat gesehen, okay, die sind zu gut, aber deutlich, wir müssen die jetzt finden. Gut vom Torhüter, die Ecke ist kein Problem. Alter! Schwimmen gerade sowas von im Glück. Und jetzt geben die Fans hier nochmal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal nach vorne. Oh! Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Ich drücke Kreis zum Rempeln. Dann schießt er den Spieler an und dann schießt er den noch. Ich könnte so kotzen, ey. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das vor allem, ich möchte mal wissen, warum der Ibra bitte so am Arsch ist, Alter. Jetzt vielleicht. Klasse gehalten von De Gea. Jetzt gibt's nochmal Eckball. Gute Möglichkeit. Jerome Boateng. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Ja. Die. Ja. Fick den Schiri, fick dieses Gegnerteam. Lahm. Damit sind sie. Hey, Games, Alter. Wie kann man so einen Haufen Scheiße produzieren? Egal. Danke fürs Zuschauen. Haben wir verloren. Fuck. Boah, wir haben verloren. Unverdient verloren. Kannst du sagen. Ja, passt schon. Alles gut. Alles gut. Alles klar. Macht's gut. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.